liebe Männer, versucht gar nicht erst, uns Frauen zu verstehen. Denn wir Frauen verstehen Frauen und hassen uns deswegen gegenseitig. Frauen sind Hater. Ja, klar. Wir Frauen lieben Glitzer, süße Hundebabys, Flauschigkeit, Romantik. Aber es gibt eine Sache, die wir mehr lieben als all den ganzen Scheiß zusammen. Und das ist andere Frauen zu hassen. Frauen sehen vielleicht schön aus, aber sie sind der verdammte Scheiß Teufel in High Heels und Lipgloss. Sorry. Ich werde euch alle töten. Was? Aber die Scheiße ist ja, Frauen machen es nicht direkt, sondern Frauen sind subtil asoziale Kackwesen. Was? Hassen? Nein, ich hasse sie doch nicht. Mein Gott, ich hasse niemanden. Aber wenn sie jetzt stark verletzt wäre und ich wäre die Einzige mit einem Telefon, um den Notarzt zu rufen, ich würde eine Pizza bestellen. Wenn ein Mädel deine Haare mag, meinst du, sie würde es dir sagen? Nein. Sie wird die ganze Nacht im Club sitzen und deine Haare anschauen. Sie wird nach Hause gehen, eine Friseurlehre machen, in deiner Straße den Friseursalon eröffnen, wird dir Gutscheine in deinen Briefkasten werfen, damit du in ihren Friseurladen kommst, weil sie genau weiß, dass niemand Gutscheinen widerstehen kann. Und dann wird sie in aller Seelenruhe darauf warten, dass du in ihren Salon kommst, um ihr die Haare grün zu färben und ihr aus Versehen Kaugummi reinzukleben, damit sie deine wunderschönen Haare nie mehr sehen muss. Frauen sind böse! Bevor ihr jetzt wieder alle sagt, nein, ich bin nicht so eine. Wir wissen alle, was ich bin nicht so eine bedeutet. Du Ausgeburt des Teufels. Und das Schlimme, viele Frauen brauchen nur nicht mal einen Grund, um andere Frauen zu hassen. Komm, haben wir alle schon mal erlebt? Du gehst in einen Raum, wo Frauen drin sitzen. Was bekommst du von diesen Frauen? Ein nettes Lächeln. Wenn du als Frau einen Raum voller Frauen betrittst, bekommst du definitiv von einer Frau den Blick. Wir alle kennen den Blick. Entweder weil wir Spastis den selber schon mal gemacht haben. Oder weil wir ihn schon mal kassiert haben, weil wir fresh as fuck in den Raum gelaufen sind. Aber eigentlich denkst du, oh mein Gott, warum sieht die so krass aus? Sehe ich auch so krass aus? Mein Gott, sie sieht fresh aus. Sie sieht fresh aus. Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht, verdammte Scheiße? Weißt du, Männer sind so easy. Die haben ihren Bro-Code und es ist alles immer easy. Wenn es scheiße läuft, hauen die sich halt mal kurz aufs Maul und dann ist gut. Und wir Frauen? Wir Frauen haben immer ein Messer in der Handtasche, damit wir notfalls unsere besten Freundin das Messer in den Rücken stechen können, falls sie uns irgendwie hintergeht. Man weiß ja nie. Diese Scheiße, die viele, viele Frauen und vor allem junge Mädchen miteinander abziehen, ist große Scheiße. Also hört doch bitte auf, euch zu verhalten, als hätte man euch 3 Kilo Kack ins Gehirn gelegt. Manchmal kommen Sachen aus mir raus, da weiß ich auch nicht, ey. That's what she said. Was zur Hölle passiert hier? Das ist eine ernste Message. Bitte nehmt mich ernst. Es war trotzdem eine ernste Message. Kotzt mich an, es langweilt mich so. Benutzt euren Kopf, weil Frauen, die so sind und Frauen, die so zu anderen Frauen sind, unterstreichen ihre eigene Unsicherheit. Und das ist so unsexy. Fangt an, andere Frauen Komplimente zu machen. Und das macht euch stark und schön. Okay? That's the message, bitch. So take it and go. And abonnier meinen Channel. For, you know, YouTube money. Was? Die Frauen lieben Liebe. Warum? Ich bin so eine. Und das Schlimme, viele Frauen brauchen noch nicht mal einen Grund. Im Grund. Deutsch ist heute nicht gut. Hass ist da. Deutsch ist schau. Nein. Mach die Glocke an.